more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now, I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Fuchs und begrüße euch zurück zu State of Decay. Im letzten Part haben wir unseren Doc zurückgerettet und Klappe, Klappe, Klappe. Schlagabtausch im Basislager. Wir müssen jetzt dringend mehr Betten in unserem kleinen Dörfchen da zu Hause aufbauen, denn uns laufen die Leute anscheinend davon, weil die sich die Betten teilen müssen. Das finde ich scheiße. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch genug Platz haben. Wahrscheinlich auch nicht genug Ressourcen. Wie komme ich denn hier irgendwie runter, ohne zu sterben? Ja, ich wäre froh, wenn du mitkommen würdest, damit ich nicht alleine sein muss, aber ich glaube, den Weg nach Hause schaffe ich auch noch alleine. Ach, wir sind oben. Wir sind oben! Na gut, dann... Ja, es stört euch auf einmal auch plötzlich nicht mehr, ne? Dass euer... Na, egal. Ich sag da nichts zu, ne? So, ihr seht, es ist auch wieder die endlose Nacht hereingebrochen. Das bedeutet, die nächsten Parts werden wieder komplett dunkel sein. Da ist das doch gut, wenn wir Sachen aufbauen wollen. Gibt es unsere Karre noch? Ja, die gibt's noch. Dann machen wir uns direkt mal auf und verpieseln uns hier wieder. Wir nehmen aber am besten nicht die, sondern das tolle Taxi, was unten steht, denn das ist nicht komplett im Arsch. Ach, scheiße. Hallo? Oh, fuck! Rein, 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 rein! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Gib Gas! Oh, shit! Okay, alles gut. Okay, uns hängt nur so ein Zombie unten. Das macht aber nichts. Oh, shit! Alles ist gut. Wie viele Zombiehorden laufen denn hier rum? Wie soll man sich denn hier noch frei bewegen? Das ist die nächste. Ja, moin, Bart. Die Karre ist auch schon gleich wieder im Arsch. Und wir sind nicht mal annähernd zu Hause. Okay. Wenn uns das Ding verreckt unterwegs, dann ist die im Arsch. Das sag ich euch, wie es ist. Die kriegen wir nicht mehr lebend nach Hause. Wow, 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 was war das? Da ist mal gerade kurz gehuckelt und dabei ist meine Maus abgefreakt. So. Da ist noch was Grünes. Ja, Junge, ich kann gerade, tut mir leid, ne? Munition alle, keine Heil-Items. Ich komme wieder. Ich verspreche es. Da ist auch schon wieder das nächste dekontaminierte Haus. So, jetzt aber. Moin. Bam, 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 bam. Oh, shit. Ich sacke. Weiter, 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 weiter. Ja, es läuft noch. Leute, es läuft noch. Alles noch gut. Man muss sich ja um diese Zombie-Horden auch kümmern. Wir können die ja nicht einfach so rumlaufen lassen. Wie ist das denn? Da werden ja immer mehr, ne? So, wo ging das lang? Ich glaube, ich bin... Hey, Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? I don't think so. Damn fool's probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. So, dann hier lang. Ja, klar. Das ist, glaube ich, das Beste, was du momentan in so einer Zombie-Apokalypse machen kannst. Dich zulaufen und irgendwo gegen Baum lehnen. Ich bin betrunken. Das kommt bestimmt gut. Also, ich glaube nicht, dass die einen auffressen oder so. Nein, das passiert nicht. Doch, das wird passieren. So, meine schönen beiden Karren sind weg und ich stelle dafür dieses wunderbare Teil hier hin. Na, super Sache. Ist das nicht geil? So, Leute, wie sieht das aus mit Schlafplätzen? Zu viel Infektionsherde. Schlafbereich einrichten. Ja, machen wir mal. Gucken wir mal, ob wir das dürfen. Ich bin verletzt. Das ist schon mal scheiße. Ich muss also gerade mal... Wir haben hier noch Platz. Betten. Nicht genügend Material. 5. Ja, toll. Bietet keine Betten. Alles klar, wir brauchen Material. Dazu brauchen wir erstmal jemanden, der nicht komplett im Arsch ist. Wen darf ich denn mal gerade spielen? Da ich ja selber nicht schlafen gehen kann, in diesem Spiel, was irgendwie scheiße ist. Du da, ich müsste mal deinen Körper klauen. Hey. Komm mit, weil... Ach, der. No. Na komm schon. See ya. No. Ich mag dich nicht. Ja, jetzt... Oh Gott, herrlich. Jetzt haben wir wieder das Problem. Jetzt muss ich wieder durch die scheiß Stadt laufen und suchen, wer sich erbarmt, mit mir mal gerade die Rollen zu tauschen. Gibt's nicht so viele. Things are getting pretty hairy out there. You may need to hurry. So long. Ich bin doch schon da. What's up? Benimmst du für eine Weile? Yo, sehr gut. Ah, jetzt sind wir mal wieder wir, glaube ich zumindest. Oder ist unser Haupttyp schon gestorben? Nee, das sind wir. Haha, wir leben. We are back again. How is he? The fever is lower than it was, but it still hasn't broken. Aber ich kann schon wieder Zombies umbringen. Did you ever look at the ceiling of this tent?
It's all on the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have taken effect. Let me take a look. You got them on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. I'll keep an eye on him till the fever breaks, but, I think your friend is gonna make it. Thanks, Doc. Thank a man for doing his job, and just go to his head. Do I get a lollipop now? Nein! So, Waren, Wunder wirken. Erholung, ich bin wieder an Deck, Baby. Er ist wieder da. So. Wir hatten einiges an Missionen auch noch offen. Irgendwie eine mit den Infektionsherden. Außenposten, den haben wir. Was haben wir denn noch hier? Dann haben wir einfach nur unser Haus. Dann haben wir doch irgendwo, hatten wir doch ganz viele, bitte helf mir, ich bin hier irgendwo gefangen. Geschichten, was ist das denn? Fremder in Schwierigkeiten. Trifft Richterin Lawton. Ja, so viel Zeit ist momentan gar nicht. Wo war denn hier der? Hilfe, Hilfe, rette mich. Der ist irgendwie nicht mehr da. Hier ist noch was, öffentliche Toilette. Ansonsten haben wir schon ziemlich viel ausresourced, aber hier ist noch ein bisschen was. Also hier können wir noch einmal hin auf die Baustelle, können wir nochmal gucken. Jetzt als erstes gucken wir, was wir für Waffen haben. Aha, was ist das denn? Ein Tischbein, nein, das ist scheiße, das nehmen wir nicht. Tischbein, wir brauchen am besten wieder die Axt, die war recht erfolgreich. Also das Tischbein zurück. Ablegen. Vorrat packen und wir holen uns hier raus die Axt, danke. Und wenn möglich noch eine Pistole. Die. Und dazu brauchen wir entsprechende Munition. Mit E kann man irgendwie im 10er Schritten nehmen. So. Zu viele Infektionsherde. Ja, ich weiß. Ich hatte da irgendwo ja auch eine Mission, wenn ich mal das Log finde. Irgendwo hatten wir doch sowas. Vorfall, Erholung, ich bin wieder an Deck. Gefahr, Infektionsherde, überall. Okay, wir müssen dringend etwas gegen die ganzen Infektionsherde unternehmen. Je mehr Infektionsherde da draußen, desto größer die Gefahr. Aber wie machen wir das? Ich gucke im nächsten, für den nächsten Part gucke ich jetzt mal nach. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Sorry. Ich habe das, ich vergesse das jedes Mal. Ich freue mich immer, oh, endlich wieder State of Decay zocken. Und dann vergesse ich drüber nach. Dann vergesse ich das wieder. So, ihr kümmert euch um die Zombies. Ich sneake mal ein bisschen einsam und verlassen hierhin. Als nächstes. Und gucke mal, dass wir ein bisschen Ressourcen finden. Um möglichst dieses Haus zu bauen. Dieses Schlafgeschichtchen. So, sieht soweit, sieht das hier noch ganz ruhig aus. Solange wir nicht irgendwie in Zombie-Horden oder so reinlaufen, sollte es kein Problem sein. I'll swing by when I get a chance. We'll talk about it. Ja, ja, kriegen wir alles hin. Da hinten sind schon mal ein paar Zombies, aber die sind weit weg, das passt. Hier sehe ich auch nichts. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Sneaky-Modus und sneaken uns da mal hin. In der Hoffnung, dass wir nicht aufgefressen werden. Also inzwischen kann ich jetzt auch echt sagen, es bockt schon, also es macht schon Laune. Es ist mal so ein richtiges Zombie-Survival-Spiel mit auch Survival. Man ist nicht darauf angewiesen, Angst vor irgendwelchen russischen Leuten zu haben, die gerade sich eine Kiste mit allen Waffen hergecheatet haben und dich instant umbringen. Es ist schon schön. Es sieht auch recht gut aus, also dafür, dass es die CryEngine 3 ist, könnte es besser aussehen. Aber es läuft immerhin solide. Das ist schon echt in Ordnung. Und es macht Laune, muss man echt sagen. Also ich kann es inzwischen wirklich empfehlen. Was denn jetzt schon wieder? I'm on. It's... No, never mind, it's stupid. Wait, what? I've been packing up my dad's stuff, and I found a watch box. It's from the birthday present I got him when I was 12. This stupid little plastic thing with cartoon fish on it. I don't know why he kept it, but it kind of made me realize I don't have anything to remember him by. So, I was going to ask if you'd go up to where he died and bring me something of his. No, forget it. It's stupid. It's way too risky. I'm sorry I brought it up. Okay. Bin ich wahnsinnig und mach das für dich? Verrückte. Ich sammle jetzt erstmal Ressourcen, damit wir unser doofes Schlafhaus bauen können. Wie komme ich denn hier wieder raus? Das ist immer so mein Problem. Ich komme rein in die Sachen, aber nicht wieder raus. Hier geht's raus. So.
Ihr seht, heute sind wir mal ein bisschen sneaky unterwegs, ne? Tut mir ja ein bisschen leid, aber muss auch mal sein. Ich glaube, wir fahren mit der Karre da hinten zurück. Dann haben wir noch eine heile Karre bei uns vor der Haustür stehen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Oh, shit. Scheiße, es geht sofort wieder gut los. Die Schnauze da. Da sneak ich schon hier so schön rum und nichts bringt das. So, hier. Düb, düb, dü. Oh, da ist wieder was los da hinten. Das großes Rotes. So, da kümmern wir uns nämlich dann nach dem... Was? Was rufst du? Das sind die Karre einsteigen, Mann, und nicht rufen. Ey, ich bin hier drüben, Leute. Hurry, dann könnt ihr mich noch fressen. Ich bin frisch und lecker. Oh. Brrr, die Karre ist ja wohl cool. Und so schön leise, ne? Ich habe Ressourcen gebracht. Das muss reichen. Es wäre natürlich cool, wenn wir nicht alleine rumlaufen müssen, aber wir haben inzwischen so wenig Einfluss nur noch. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? We built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. What's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. Leute, stress mal nicht rum. Auf Wohnungssuche, was dann lohnt sich das? Lohnt sich das ja schon gar nicht mehr hier noch. Die Leute sind erstmal wieder glücklich. Haben wir jetzt genug, um... Ich weiß nicht, ob das auch zu Häuslebauressourcen zählt. Ich glaube nämlich nicht. Nope. Wir müssen noch weiter nach Material suchen. Das hat leider noch nicht gereicht. Eins schaffen wir wohl noch. Wo gibt's denn hier noch was? Da ist noch eine Baustelle. Die da. Gehen wir da nochmal gucken. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Da waren wir, glaube ich, schon mal auf dem Weg hin und irgendwas Ungeiles ist passiert, als ich zu der hin wollte. Ist da nicht unser erster verreckt irgendwie so? Irgendwas war. Ja, ich bin. As a reminder to all citizens of Marshall, until the current crisis is over, possession of firearms by civilians has been de- Has anybody seen Jack? He's still missing. Leute, hier ist so viel los, das muss ich echt mal ein bisschen sagen. Ich verliere langsam den Überblick, was ich alles machen soll. Bleibt mal ruhig, ne? Lass mich mal ganz entspannter zur Baustelle. So, ihr bleibt alle gechillt, ne? Alles cool, alles ruhig. Da chillt einer rum. Den versuchen wir einfach mal zu ignorieren. Vielleicht sieht er uns nicht. Du bist schön weiterhin, ne? Bleibst auch da, das ist gut, das passt. So, da vorne ist nichts. Alles ist cool, Leute. Alles ist cool, alles ist ruhig. Da unten chillt auch einer rum. In der Baustelle chillt auch einer rum. Das ist, da chillen sogar zwei drin rum. Das ist uncool. Aber das kriegen wir hin. Ein Gehirn weg. Wenn ihr nicht so laut rumschreit, kriegen wir das hin. So, Baustelle ist sauber. Wenn das keiner gehört hat, passt das. So, jetzt hoffe ich, dass das nicht nur Lebensmittel hier sind, sondern auch irgendwas zum Bauen. Guck mal, wir sind immerhin auf einer Baustelle. Da würde ich ja Material zum Bauen erwarten. Aber irgendwie... Is it just me, or... So, mal gucken, was wir finden. Okay, was ist das? Eine Hacke. Hacke. Nice. Nichts mehr sagen. Toll. Keinerlei Ressourcen. Das ist schön. Gut. Erstmal wieder raus aus der... Scheiße. Hast du mich gefunden?
Ja, hast du. Na gut, dann mache ich dich halt fertig. Scheiße, da kommen noch mehr. Und noch ein Digger anscheinend hier. So, läuft. Einmal kurz auf die Karte gucken, ob wir noch was in der Nähe haben. Da ist noch eine potenzielle Heimatbasis. Nee, Dunkel. Waffenladen. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Eigentlich. Hier gibt's noch eine Kneipe. Das Postamt. Öffentliche Toilette. Das ist alles zu weit weg. Da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Was ist das? Ein Aussichtspunkt. Gut. Ja. Schlecht. Geh auf die Suche nach einem größeren Zuhause. Jetzt schon. Die Frage ist, wohin? Potenzielle Heimatbasis. Die ist auf jeden Fall auch schön weit außerhalb, ne? Ich würde sagen, wir könnten ja mal da... Und 30 Materialien. Keine Chance. Haben wir nicht mal annähernd. Da ist noch eine. Die sind uns ein bisschen vertraulich, aber nicht wirklich viel. Was ist das eigentlich? Suchen und retten. Freund in Not. Das kommt dann als nächstes. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Bring den Baseballschläger weg. Dann muss ich gucken, dass ich wieder Verstärkung finde, mit denen ich zusammen rumlaufen kann. Weil alleine das wieder zu machen, ist wieder kein geiler Plan. Aber das ist eine Karre. Wir können uns die Karre holen. Das ist nie verkehrt. So, dann fahren wir nämlich damit nach Hause. Oh oh. Hättet ihr wohl gerne, ne? Nix, meine Freunde. Tschüss. Oh, ist das Ding schnell. Ja, vielleicht können wir uns doch noch was angucken. Warte mal. Wir sind jetzt hier. Wir könnten da noch hingehen. Ich weiß, wir benutzen eigentlich keine Autos, aber manchmal muss das einfach sein. So, dann finden wir nämlich hier vielleicht noch Ressourcen. Lass dir Zeit, ne? Ich guck so lange hier, was hier ist. Jetzt reingeschafft. Okay, hat mich aber nicht gefunden. Gut. Passt. Oh, Bullets. Sonst nichts? Naja, immerhin. Bullets, ne? Nichts mehr da. Scheiße, ey. Batz! Weg ist der Kopf. Was krabbelst du denn da auf den Tisch rauf? Was soll das bringen? Ja, gut. Es kann doch nicht sein, dass hier sonst nichts ist. Au, au, au. Scheiße, uns geht die Waffe jetzt wieder kaputt. Jetzt echt nichts mehr. Cool. Gut, dann rein in die Karre und nach Hause. Das hat er dann. Haben wir aber immerhin das auch nochmal erforscht hier. Ist nicht ganz so sinnlos. Ich fühle mich mit meiner Heimatbasis irgendwie nicht mehr so wohl. Irgendwie habe ich das Gefühl, die verrecken alle. So, weiter geht's. Dann müssen wir, glaube ich, hier vorne noch abbiegen. So, oh. Dann da lang. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, 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 oh. Nerv nicht rum. Die Karre heil. Gibt's das? Ja gut, perfekt. Ich bin wieder da. Und ich habe eine große Welle Zombies mitgebracht. So. Das war leider kein so wirklich erfolgreicher Raubzug. So, ich habe für euch... Das hatte ich mitgebracht, ne? Munition. Bam, bam, bam. Ja, jo, jo, passt ja perfekt. Und dieses Ding. Hähnchen, ich habe verstanden. Was für ein gutes Timing, oder? Na, nice. Gut, würde ich sagen, machen wir direkt hier wieder einen Break. Kümmern uns dann im nächsten Part mal ein bisschen um die Infektionsherde, damit die Leute mir nicht alle hier weglaufen. Wie sind wir denn noch? 9 momentan. Dann haben wir dann noch einen, den wir retten können. Und ja, da schauen wir mal, ne?
Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentare und Feedback dürft ihr wie immer gerne unter das Video posten. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.